Hey Stoßleute und willkommen zu einem kleinen Info-Update zu der aktuellen Lage, zu Content, zu Streams, zu Stuff, wo gerade bei mir abgeht. Das letzte Video dieser Art ist jetzt schon wieder ein bisschen her und in der Zeit hat sich so ein bisschen was ergeben und ich habe mir gedacht, ich halte euch in dem Sinne mal auf dem Laufenden. Thema Nummer 1 wären da diesbezüglich die Streams. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, der Sommer kommt wieder. Ergo, meine Bude wird wieder zum Hochleistungsofen und ich sag euch, das Erste, was ich jetzt nach diesem Video tun werde, ist meine fucking Klimaanlage wieder neu einbauen, damit die endlich funktionieren kann und hier keine 30 Grad mehr in meinem Raum sind, weil this shit fucking sucks. Gerade so was Freizeit angeht, sieht bei mir leider auch nicht unbedingt rosig aus, deswegen habe ich es in den letzten paar Wochen, Monaten nicht viel zum Streamen geschafft, weil ich möchte es halt auch ein bisschen mehr balancen, dass tatsächlich auch mal wieder Videos auf meinem Main-Kanal kommen, aber dazu später. Und dafür musste ich halt die Streamzeit ein bisschen reduzieren, leider. Mein Ziel ist es immer noch, einmal die Woche zu streamen, auf jeden Fall. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich ab sofort versuchen, mehr Archiv-only-Content auf dem Schulsch-Archiv hochzupacken. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut da mal vorbei. Denn da wird es demnächst ein bisschen mehr Archiv-only-Content geben. Also Zeug, wo ich quasi im Privaten aufnehme, wenn ich selber spiele und einfach nur am Nachmittag oder am Abend mal ein bisschen meine Ruhe habe. Oder generell morgens nochmal Zeit für ein Stündchen an Aufnahme habe, wo ich dann einfach hochladen kann. Diesbezüglich wäre das dann natürlich Ghost of Tsushima und Tales of Berseria. Beide Spiele, wo jetzt dann nicht mehr unbedingt als Streams vorkommen würden. Klar, immer noch, wenn die Zeit es mir erlaubt. Aber überwiegend wahrscheinlich als Archiv-Only-Content. Gerade weil ich so nach der Arbeit nicht mehr unbedingt immer die mentale Kapazität noch besitze, live zu gehen, habe ich mir gedacht, komm, dann machst du wenigstens ein bisschen mehr Archiv-Only-Content, so dass für die Leute, die so diesen typischen, ihr wisst schon, Let's Play-Content noch feiern, dass da wenigstens was da ist. Und die Streams an sich möchte ich halt dementsprechend auch ein bisschen aufwerten, sodass denn möglichst jeder Stream so ein eigenes kleines Event wird und nicht mehr so häufig so Let's Play-Style ist. Klar wird es immer noch sowas wie TFT-Runden geben oder so diese typischen Endlos-Games. Zum Beispiel DBD kriegt jetzt demnächst ein ziemlich großes Update und ich bin ziemlich verführt, mir das nochmal anzuschauen. Oder andere Sachen in dem Format. Zum Beispiel TFT. Der TFT, ja, ich habe gerade tatsächlich die Abkürzung vergessen. Oder anderen Stuff like that natürlich. Und wie gesagt, im Sommer nachher bei 30 Grad mit heißlaufendem PC hier im Raum. Streaming ist immer ein ziemlicher Pain. Das kennt ihr von mir über die Jahre. Das ist leider auch dieses Jahr kein großer Unterschied. Selbst mit Klimaanlage. Das Problem ist, man hört das und das stört mich und it's about that, you know. Ihr kennt den Drill, ihr wisst, wie das ist. Damit kommen wir dann aber auch schon zu Thema 2 und das wären die Videos auf dem Hauptkanal. Nämlich habe ich gemerkt, ich habe mir ein bisschen mehr aufgenommen, als ich tatsächlich schaffen kann. Nämlich ein Video pro Monat ist ein Ziel, was ich immer noch habe, aber ich nicht unbedingt in der Lage bin, dies auch einzuhalten. Ich habe jetzt über die Zeit ein bisschen mehr darauf geachtet, dass Videos ein bisschen qualitativer sind als vorher und true and behold, wer hätte gedacht, das dauert länger als einen Monat, besonders wenn man nebenbei mittlerweile fast schon Vollzeit arbeitet. Ungewollt, aber that is something different. In dem Sinne dauern Videos leider länger als sie sollen, aber sind dann hoffentlich die Warterei wert. Nur mal so als Beispiel, für den Norwegen-Vlog habe ich eigentlich länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Liegt zum Teil aber auch daran, dass ich schlicht und ergreifend keine Zeit fürs Editen gefunden habe und das Ganze sich dann länger gezogen hat, als ich eigentlich wollte. Denn bedauerlicherweise, ich brauche einen freien Kopf, um vernünftig Videos bearbeiten zu können, damit sie auch am Ende einen vernünftigen Flow haben, damit sie einen guten Anfang und bis zum Ende tatsächlich watchbar sind. Und wer hätte es gedacht, da brauche ich halt ein bisschen Freiraum für. Freiraum, den ich aktuell leider nicht besitze. I wish I had, though. Ich merke das allein schon an dem Video hier. Normalerweise laber ich einfach drauf los und erzähle den Leuten ein Ohr ab und habe dann so ein 10 Minuten incohesive mess of a video. Jetzt bin ich gerade mal bei 4 Minuten, aber es ist halt, ne, es macht halt mehr Sinn. Ich setze da halt mehr Arbeit und mehr tatsächlichen Willen hinter irgendwo. Und am Ende des Tages dauert es halt nun mal länger. And I'm sorry for that.
Ich kann mich in dem Punkt nur immer wieder für eure Geduld bedanken und dass ihr mir die Zeit gebt, die ich brauche mittlerweile für Videos. Und ja, für diejenigen kann ich nur sagen, die diesen typischen Let's Play-Content weiter vermissen, kann ich nur empfehlen, schaut auf dem Shosh-Archiv vorbei. Da lade ich mindestens einmal die Woche was hoch. Entweder im Stream oder jetzt im nächsten Archiv Online Conti. Ich hole mal kein Schummeln. Das lasse ich drinnen. Damit kommen wir aber auch schon wieder zum letzten Thema des Ganzen, nämlich der Feierabendküche. Und diese Shorts sind mir mittlerweile echt ans Herz gewachsen. Ich finde es schön, dass ich halt in Short-Version eine Form gefunden habe, wie ich das meine Rezepte und das, was ich so koche und produziere so zu Hause, auch mit euch teilen kann. Sei es Rezepte oder ganz spontan dumme Ideen, you know. Die Feierabendküche ist tatsächlich auf TikTok ein bisschen abgehoben sogar an some points. Kommt auf TikTok um einiges besser an als hier auf YouTube, aber das ist ein YouTube-Selbst-Problem und ich werde wahrscheinlich auch weiterhin erstmal auf beiden Plattformen die Shorts hochladen und generell sollte ich irgendwie TikTok-Only-Content haben, I will let you know via Twitter oder Insta, eins von denen, je nachdem, was gerade passiert und so, ne? Hast du nicht gesehen? Das Ganze möchte ich natürlich noch weiterhin fortführen. Klar, ich habe noch etliche Rezepte, die ich ausprobieren und antesten und euch zeigen möchte. Und ich habe sogar noch eine Kleinigkeit im Kopf. Habe ich auch noch nicht angefangen. Muss ich mal schauen, wann ich das mache. Wo eine Tochtergesellschaft der Feierabendküche werden könnte. Who knows at this point, right? Dazu erzähle ich aber euch mal nicht zu viel, sondern ich lasse euch überraschen. Lasst euch mal überraschen. Worte, es ist warm, sorry. Und damit hätte ich euch dann auch schon auf dem Laufenden gehalten, was so die Zukunft dieses Kanals und generell des Ganzen hier angeht. Ich werde jetzt meine Klimaanlage installieren, weil es wird hier fucking warm drinne. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Bis dahin, ciao Leute.